bin Florian Ambrosius und darf mir heute die neue V-Klasse und den neuen vollelektrischen EQV anschauen. Dafür habe ich verschiedene Aufgaben bekommen und werde dabei einige der neuen Features und Design-Updates erkunden. Zum Glück bekomme ich auch tatkräftige Unterstützung, und zwar von meinem Sohn. Hi, ich bin Mats. Kommst du mal rein? Ich habe hier nämlich schon die Aufgaben. Ach so? Na dann. So, dann lass uns mal starten. Schafft euch euren persönlichen Raum in der V-Klasse mit allen Features, die euch einfallen. Da fallen mir richtig viele ein. Pass auf. Achtung. Feature Nummer 1, super wichtig. Mein Lieblingssong. Warte, ich habe noch eine Idee. Warte, ganz kurz. Dauert nicht lang. Ich ändere die ambiente Beleuchtung auf meine Lieblingsfarbe. Rot. So. Lass mich auch mal. Hey Mercedes, ändere die ambiente Beleuchtung auf grün. Gerne. Ich passe die Farbe an. Ja, okay, auf grün kann ich mich einlassen. Ist auch eine schöne Farbe. So. Hey Mercedes, nächster Song bitte. Viel besser. Warte mal, warte mal. So, dann lass uns mal die nächste Aufgabe anschauen. Erkundet das neue vergrößerte Widescreen-Cockpit und entdeckt eure Lieblingsfunktion. Ah, cool. Okay, warte, bevor du anfängst. Ich habe eine Lieblingsfunktion. Sicherheit. Sicherheit ist immer super wichtig. Hier, Kollisionsvermeidung, aktiver Bremsassistent, früh. Klar, Safety first. Safety? First. Safety? First. Sag ich doch. So. Hey Mercedes, mir ist langweilig. Okay, lass mich nachdenken. Wie wäre es mit einem kleinen Spiel? Sag, starte Geo-Quiz, um loszulegen. Starte Geo-Quiz. Erste Frage, Ankara ist die Hauptstadt von welchem Land? Na? Türkei. Das ist richtig. Eine sehr gute Antwort. Nächste Frage, Willemstad ist die Hauptstadt von welchem Land? Das ist schwierig. Hey Mercedes, ich habe keine Lust mehr. Aber ich hätte da noch eine Frage. Warum sind die Ampeln ständig rot? Damit die anderen auch mal Vorfahrt haben. Wenn ihr diese Karte lest, habt ihr die ersten Aufgaben erfolgreich gemeistert und einige Features der neuen V-Klasse erkundet. Geht jetzt rüber zum EQV und schaut euch an, was euch bei der vollelektrischen Großraumlimousine erwartet. Na los, dann rüber. Ich habe ja Aufgabe 3. Na dann, lies mal vor. Platziert das Fahrzeug innerhalb der festgesetzten Begrenzung so, dass nach hinten genug Platz ist, um die Heckklappe zu öffnen. Also große Heckklappe, wenig Platz. Hey, vielleicht weißt du mich ein. Ja, das kann ich machen. Sehr gut. Mats, also ich glaube, der EQV und ich, wir schaffen das doch alleine. Na dann, zeig mal, was du drauf hast. Warte. Dass ich hier drin übrigens alles sehen kann, ich glaube, das wusste der Mats gar nicht. Na egal, ich mach mal. So, ich fahr los. Na, müsste passen. Ja, locker, locker. Übrigens, netter Versuch. Fast geklappt. Ja, fast, immerhin. Guck mal, da liegt was. Ah, das ist unsere letzte Aufgabe. Komm, die gucken wir uns an. Plant die bestmögliche und effizienteste Route von Berlin nach Hamburg unter Berücksichtigung des Ladezustandes sowie der aktuellen Verkehrs- und Wetterlage. Plant dabei auch sinnvolle Ladestopps mit ein. Hä? Okay, also Navigation, hier sind wir. Wir müssen nach Hamburg. Fahren wir denn da lang und wo legen wir den Ladestopp ein? Und wie ist das Wetter und wo ist der Stau? Also so richtig weiter bringt uns das gerade nicht, habe ich das Gefühl. Warte mal, vielleicht sollten wir den neuen EQV fragen. Ja, ich probiere es mal. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere uns nach Hamburg. Die Route zum Ziel Hamburg wird berechnet. Ah, perfekt. Guck, hier ist die Route. So, und hier, guck mal, werden uns jetzt alle relevanten Parameter angezeigt. Ich habe deiner Route eine Ladestation hinzugefügt. Ach, das ist ja cool. Und ein ganz kurzer Ladestopp. Perfekt, das wird total einfach. Super. Hey, damit sind wir durch mit allen Aufgaben. Stimmt. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Danke für die Hilfe und du bist toll. Danke, du auch. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Du auch. Danke.